Das Duo Sissi Grana und Hugo Wiener hat Karrieren auf zwei Kontinenten hingelegt und ist untrennbar mit Österreichs Kabarettgeschichte verbunden. Nun hat die Schauspielerin Katharina Strasser ein Programm über das Leben von Sissi Grana und Hugo Wiener geschrieben. Premiere war gestern im Wiener Rabenhoftheater. Ich habe es wirklich wahnsinnig genossen, jetzt die zwei Stunden. Ich habe es total genossen und es war toll. Katharina Strasser hatte als Sissi Graner Premiere im Rabenhof. Alles für ein Hugo heißt das Stück, in dem sie den 101. Geburtstag im Himmel feiert. Mit dem Pianisten Angel Bird. Jetzt Sissi irgendwie dieses Schrullige vielleicht auch jetzt schon langsam. Oder halt diese Art, diese Mischung aus Kabarett, Singen, Spielen, das glaube ich liegt mir und zumindest ist das eine große Leidenschaft. Ich muss einmal aus dem Milieu heraus. Ich finde ja, dass die ein wahnsinnig spannendes Leben hatten mit diesem ganzen Südamerika und dann nach Wien kommen und wieder von vorn anfangen. Niemanden kennen, alle sind tot. Und zum zweiten Mal zu Stars werden. Das auf zwei verschiedenen Kontinenten sind die zu Stars geworden. Im 45er Jahr war der Krieg aus. Im 48er Jahr haben wir gemerkt, dass er aus ist. Und in die 50er Jahr sind wir dann in Wien ans Kabarett Simpel zum Karl Farker. Der Ehemann war Hugo Wiener, der hat das auch für Sissi Graner geschrieben. Deswegen ist es auch es ist sehr spannend, weil sie natürlich nicht wahnsinnig hoch rauf singt und auch so rotzig singt. Das hat alles ihr liebender Ehemann für sie gemacht. Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn. Denn meinen schlug der Ferdinand mir ein. Man muss sie nicht reinhören, weil man das meiste ja eh kennt, irgendwie auch aus der Kindheit. Also ich finde es wunderbar. Also diese Mischung aus humorvollem Nachruf eigentlich und dann natürlich diese historische Zäsur immer. Ich möchte so gern ein Teenager sein, warum denn nicht? Ich sehe es nicht ein, ja, ich möchte so gern ein Teenager sein. Es ist ja für sie auch der erste Abend, den sie mehr oder weniger ganz alleine arbeitet hat. Es ist natürlich immer eine Sache, wenn man ganz allein, ich meine, gut, der Boris ist ja ein Pianist, aber wenn man so einen Abend allein auf die Bühne stimmt, sind solche Vorstellungen sind immer furchtbar. Premiere, ja. Ich hätte schon längst ein böses End genommen, aber der Novak lässt mich nicht verkommen.